Morgen, mittlerweile 7 Uhr. Ich habe bei uns im Lager eine Hebebühne geladen. Die fahre ich jetzt nach Pirmasens-Wintzel. Also es gibt heute mal wieder etwas Strecke zu sehen.
machen wir mal Winzeln rein. Also echt. Änderung. Ich lade jetzt, mal sehen, ob man es erkennt. Da vorne steht eine kleine Walze. Die lade ich jetzt auf, bringe die nach Homburg. Und die Walze, die in Homburg steht, bringe ich mit. Wieder hier hoch zu uns nach Sembach. We'll be right back.
nach Homburg. Draußen filmen war heute nichts. Wie gesagt, ich bin hier wieder in Homburg auf unserer Baustelle. Es war so windig, die Kamera hat es laufend auf die Seite gelegt. Habe jetzt hier schnell die Walzen getauscht und jetzt fahre ich nach Sembach, Heuberg, eine Einrichtung der US-Armee. Darf jetzt laut Polier, der ist von einer anderen Firma, darf ich jetzt hier, wo ich reingefahren bin, nicht mehr rausfahren. Ich muss jetzt hier durch den Dreck durch. Die Raube ist schon vorgefahren, schiebt etwas. Ich hoffe, dass ich hier durchkomme. Sehen wir gleich. Aber es ist alles da, Bagger ist da. Raube, wie gesagt, fährt schon vor, schiebt die Pampe etwas weg. Ja, ich hoffe das Beste. Und jetzt hat auch die letzten Tage mehr oder weniger durchgeregnet. Ja, hier steht überall Wasser. Liftwerk ist oben. Alles Eis draußen. Da machen wir auch mal rein. Aber bis hierher sieht es ja recht gut aus. Hat mir eine wunderschöne Spur geschoben.
Fahrer ist der Matthias. Er hat mir gesagt, ich darf ihn namentlich erwähnen, was ich hiermit getan habe. So, hier wird es pumpig. Gas. Letzten Meter, ja, geht. Krieg ich jetzt da noch das Tor geöffnet? Also, was ein Service hier. Ja, nicht stehen bleiben. Das Fernsehen hätte er kennen, wenigstens das Hemd in die Hose stopfen und die Hose hochziehen. Meine Güte. So, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, kurz nach 6. Ich habe einen Radlader L556 geladen. Habe die 4-Achs-Baggerbrücke dran hängen. Und fahre damit nach Mannheim. Ach Gott, kann ich überhaupt noch drehen? Kann ich hier überhaupt noch drehen? Bist du eingeschlafen, André, oder? Wie bitte? Bist du eingeschlafen? Nein, sag ich, mir geht's nicht so wie dir. Mit was für ein Auto bist du gekommen? Also, ihr habt ja ein Auto heute Morgen nicht gesehen. Ich hab deins auch nicht gesehen. Wo stehst du? Meine steht in der Werkstatt. Heute Morgen habe ich da hingepumpt. Deswegen. Ja, ich hab schon gedacht, der Tag ist perfekt wieder. Gemalt.
Ablade. Wie gesagt, den lade ich jetzt schnell ab. Wenn ich damit fertig bin, hören wir uns wieder. Bis gleich. Hebelei. Wagen geht in Fahrstellung. Jetzt eigentlich hier noch die Ausstellung. Kurz gucken, ob Höhe erreicht. Sieht aus wie Sau, muss ich dringend mal wieder waschen. So, geht's ab nach Wiesbaden. So. Dass ich irgendwo tanken gehe. Ich habe gedreht.
versuch's, kann nicht mehr stecken bleiben. Rüber in den Hof und holen noch ein paar Werkzeuge.